Ja! Ja, ich bin aufgeregt. Also das herzliche Dank habe ich jetzt schon hinter mir. Mein Name ist vielleicht auch nicht uninteressant. Mein Name ist Claudia Jecher. Ich bin von der Gruppe Nordlichter und begrüße Sie alle ganz herzlich zur 229. Montagsdemo hier bei uns im Nordbahnhof Viertel. Ganz besonders begrüße ich auch die Spaziergänger aus dem Kärntner Viertel und die Radfahrer. Für beide ist ja der Weg hierher schon deutlich weiter als zum Marktplatz. Ich gehe mal davon aus, dass für die meisten von Ihnen der Weg hierher weiter ist als zum Marktplatz. Aber ich möchte Ihnen sagen, wir freuen uns so, dass Sie da sind. Denn allein deshalb, weil Sie hier stehen, haben wir jetzt ungefähr eine Stunde oder solange wir da sind, keine Lastwagen, die für S21 hier durchfahren. Weil wir alle wissen, dass alles seinen Preis hat, auch die Montagsdemos gehört, so wie die tolle Musik, auch die Spendenbüchse zu jeder Montagsdemo dazu. Ich möchte mich jetzt bei Ihnen für Ihre finanzielle Unterstützung bedanken. Ich möchte mich auch bei all den Gertruds, also die hier rumlaufen und die Büchse jeden Montag ganz fleißig schütteln und füllen lassen, ganz herzlich bedanken. Wenn Sie nicht so unterstützen würden, dann wäre zum Beispiel so ein Ausflug hierher ins Nordbahnhofviertel nicht möglich. Und deswegen ein ganz herzliches Dankeschön von uns. Unser Motto heute lautet: Schluss mit Lärm, Dreck und Gestank. Denn das ist genau das, was unser Viertel im Zusammenhang mit Stuttgart 21 am meisten plagt. Natürlich gibt es viele interessante und auch wichtige Themen, die man jetzt noch ansprechen könnte. Sei es jetzt zum Beispiel, dass jetzt doch ein Untersuchungsausschuss für S21 im Bundestag stattfinden wird. Bravo! Oder auch, was bereits jetzt alles im Wasserwerferprozess deutlich geworden ist. Natürlich könnte man jetzt auch was zum Tunnelbohrer sagen, da gibt es ganz viel. Wir werden uns heute jedoch ausschließlich damit beschäftigen, was Stuttgart 21 für die bzw. die Baulogistikstraße oder die Nichtbau der Logistikstraße, was das für uns Anwohner hier im Stadtviertel bedeutet. Trotzdem möchte ich aber wenigstens kurz auf ein wichtiges Mahnmal hinweisen, das sich keine 100 Meter von hier in der Richtung befindet. Es ist ein Mahnmal, das all jenen Menschen gewidmet ist, die von hier aus während des Zweiten Weltkrieges in Konzentrationslager deportiert wurden. Es gab damals bei der Genehmigung und Durchführung dieser Gedenkstätte erhebliche Probleme mit der Stadt, dem Land, aber auch mit der Bahn. So würdelos, wie sich alle Beteiligten verhalten haben, nicht zuletzt auch die Bahn, beim Versuch, dieses Mahnmal zu blockieren, so rücksichtslos wird mit den berechtigten Interessen der betroffenen Anwohner umgegangen. Und ich rede hier vom Mahnmal und nicht von den deportierten Menschen. Da verbietet sich selbstverständlich jeder Vergleich. Zu den Anwohnern. Solange die Baulogistikstraße nicht gebaut wird, fahren hier Lastwagen für die Deutsche Bahn in der Nordbahnhofstraße, in der Eckartstraße, Otto-Rumpfrich-Straße, auch noch weiter runter. Und zwar Tag und Nacht. Manchmal auch an Sonn- und Feiertagen. Zuletzt tatsächlich an frohen Leichnam. Hans-Jörg Jeckel, der uns auf leicht verständliche Weise zum Thema Baulogistikstraße, Planung und Wirklichkeit einiges zu sagen hat.